Ja, du bist der Bastian von slowjuice.de. Von euch schon den ersten Teil geschaut hat, da hat der Stefan etwas über Schwermetallbelastungen erzählt, einfach einen theoretischen Hintergrund geliefert, damit ihr auch so ein bisschen in die Thematik eingearbeitet wurdet. Und wer jetzt Interesse hat daran, wie man Schwermetalle richtig ausweitet und auch mit welcher Methode man das macht, da würde ich jetzt das Wort an den Stefan übergeben. Der würde euch einfach jetzt genau erklären, was ihr zu tun habt, wenn ihr eine Schwermetallbelastung habt, welche Produkte ihr benötigt, vielleicht auch zu welchen Ärzten oder Heilpraktikern ihr gehen solltet, um das Ganze erstmal auch vernünftig auszutesten. Okay. Also prinzipiell gibt es in der Detox-Vorgehensweise eine Regel. Und zwar, wir müssen uns einfach von dem Gift entfernen oder das Gift von uns entfernen. Und das Zentrale ist entweder die Amalgamsanierung, also die schwarzen Blumen müssen irgendwann mal raus. Und wir müssen uns kontinuierlich sauber machen. Also die Schwermetalle sind in unserem Körper, auch wenn wir es nicht gewollt haben, die haben einfach den Weg in uns gefunden. Und jetzt ist halt unser Job, es auszuleiten. Also am besten ist es, wenn euch jemand begleitet, das heißt, es ist ein erfahrener Therapeut, der wirklich Bescheid weiß, der euch wirklich versorgt mit Informationen, auch mit den Quellen von Nahrungsergänzungsmittel, die ihr dann zu euch nehmen solltet. Also die Schwermetallausleitung fängt schon ein paar Wochen oder Monaten vor der eigentlichen Amalgamsanierung an. Das heißt, ein paar Wochen bevor ihr zum Zahnarzt geht, den ihr dann wirklich auch sorgfältig auswählen solltet, nehmt ihr zu euch bestimmte Substanzen, die fangen an, die groben Gifte, würde ich sagen. Die heißen, was ist das? Was braucht man da? Also da braucht man so in der Regel drei Substanzen. Also das ist etwas, was die Gifte im Darm bindet. Das ist oft Chlorella oder Zeolit. Also diese zwei Substanzen sehen wir auch durch die Erfahrung als die effektivsten. Und mit dem Zeolit, da war doch was mit Aluminium, habe ich doch mal gehört, oder? Also es gibt natürlich... Was ist denn Zeolit? Zeolit ist aus dem Boden irgendwas? Ne? Zeolit ist ein gemahlener Vulkanstein. Vulkanstein. Der auch einen gewissen Teil von Aluminium beinhaltet. Aber Aluminium gibt es in der Natur niemals irgendwie ungebunden. Das ist immer in einer Bindung, auch in Zeolit. Mhm. Und wenn man nicht gerade mal einen Zitronensaft zum Zeolit trinkt, was das Aluminium lösen würde, dann gibt es keine Gefahr. Mhm. Natürlich gibt es auch Produkte, die weniger Aluminium haben und dann Produkte, die, von denen wir nichts wissen, also wie viel Aluminium sie in sich haben. Das betrifft allerdings auch die Chlorella, weil sie ja auch in der Natur sehr große Affinität zu den Toxinen hat, also auch Schwermetallen oder Pestiziden. Und deshalb ist es wirklich, wirklich wichtig, dass ihr nicht das Billigste, auch nicht unbedingt Bio, kauft, weil da ist noch keine Sicherheit, dass da nichts ist. Was empfiehlst du? Du hast es doch so eine bestimmte Firma, die du mal empfiehlst. Also es gibt zwei Firmen, die ich auch aus meiner Erfahrung empfehlen kann. Die eine ist die biopure.eu. Und die heidelberger-chlorella.de, die machen auch sehr, sehr gute Arbeit. Ist in Deutschland dann hergestellt, diese Chlorella, bei Heidelberger? Also es gibt letzte Jahre eine Entwicklung, also die unterstützt die Inlandsproduktion von Chlorella, also in geschlossenen Wassersystemen. Aber es gibt auch gute Produkte, natürlich aus Taiwan oder aus Asien, wo immer ein guter Zertifikat mit dabei ist. Weil man muss auch sehen, also Chlorella hat so viel Chlorophyll und ja, wo gibt es denn mehr Sonne? Also in Deutschland oder dort? Also diese Sonnenenergie ist natürlich auch in den guten Produkten auch besonders enthalten. Wichtig, diese Lebendigkeit. Ja, also das ist diese Bindemittel. Am Anfang, bevor man also anfängt, sich da die Blumen erstmal rauszubohren, wie Stefan gesagt hat, sollte man erstmal mit Zeolit und Chlorella anfangen. Wie ihr das genau machen müsst, da hat ja Stefan schon gesagt, da wollen wir euch jetzt auch keine genaue Anleitung geben, weil das kann von jedem Menschen, von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Dazu gibt es halt spezielle, auch diese sogenannten Klingenhardt-Therapeuten, die könnt auch gerne mal googeln. Da wird sicherlich den einen oder anderen auch in eurer Nähe geben. An denen wendet ihr euch bitte und mit denen könnt ihr dann alles komplett
durchsprechen. Das ist nicht so, dass jetzt mal zwei Wochen schlucke ich jetzt mal was und dann geht es mir gut. So, das ist ein lebenslanger Prozess. Also ihr werdet immer eigentlich diese Chlorella nehmen müssen oder auch andere Sachen nehmen müssen, weil immer wieder auch Gifte von außen durch die Luft in euch hineinkommen. Wir leben nicht mehr in einem sauberen Kreislauf. Unser Kreislauf ist komplett verunreinigt, nicht nur der körperliche, sondern auch Umwelt. Die ganze Umwelt. Halt, ja, jetzt hört sich das natürlich sehr extrem, also dass wir jetzt bis Ende des Lebens was essen müssen. Natürlich, wir pflegen uns weiter, aber es gibt so diese heiße Phase der Detoxikation, also diese Ausleitung. Und die ist halt oft um diese Amalgamsanierung drumherum, 1 bis 2 Jahre. Also ich wollte nur noch sagen, also diese Bindemittel, die machen oder die unterstützen natürlich den Darm rein zu werden. Das ist der Hauptausscheidungsweg. Dann gibt es natürlich unsere Urin und da gibt es auch Stoffe wie Bärlauchtropfen oder Bärlauchpesto, die besonders viel Schwefel haben. Die unterstützen auch diese Ausleitung durch Urin. Und das ist wirklich ein wichtiger Teil von der Klinkertherapie, dass man die Auswege frei macht. Und der Bärlauch hat natürlich noch eine sehr, sehr gute Komponente dabei, weil wenn wir Gifte ausleiten, werden alle pathogene Keime wach in uns. Also Viren, Bakterien, Parasiten werden einfach mal sagen, okay, oder unser Körper sagt, ja, jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt habe ich hier sauber, jetzt habe ich mehr Luft hier, jetzt werde ich die Keime mir näher anbieten. Dazu würde ich euch auch empfehlen, dass ihr hier oben nochmal auf die Infobox klickt, weil dazu gibt es noch ein ganz kurzes kleines Video, wo wir noch kurz die Zusammenhänge erklären zwischen parasitärer Belastung und Schwermetallbelastung. Das ist ganz interessant, das wird nur ganz kurz, nicht länger als 3-4 Minuten, machen wir das Video, wo wir nur ganz kurz das nochmal zusammenfassen. Also wer da nochmal ein näheres Interesse hat, die Zusammenhänge zu verstehen zwischen Schwermetallbelastung und Parasitenbelastung, oder dem empfehle ich jetzt hier das Video in der Infobox. Klickt bitte auf die Infobox und dann kriegt ihr nochmal super Informationen zu. Ja, okay, also diese Keime werden wach und der Bärlauch, der ist natürlich nicht nur Schwefelspender, also für die Detox ganz wichtig, aber der ist auch natürlich keimtötend. Und da hat man schon beobachtet, dass diese Infektionen, die da aufflammen, einfach nicht mehr die riesige Rolle spielen. Das ist ganz wichtig. Ja, und zum Schluss gibt es auch als Zellschutz, weil die Zelle ist in so eine Membran, die Membran ist aus Fett. Und wenn wir nicht genug gute Fette in uns haben, das heißt, wir haben ganz viel Fleisch gegessen und viel gebratenes Zeug, dann sind diese Membranen einfach nicht mehr so aktiv, wie wir es wollen. Und dann muss man Omega-3-Fettsäuren zufügen. Also früher haben wir gesagt, Fischöl ist gut. Neuerdings wenden wir uns an die veganen Quellen, eher wie Leinsamen. Es gibt auch bestimmte Meeresalgen, die ganz gute Öle liefern, die eure Zellen einfach schützen. Also wenn die Metalle dann rumschwirren, weil sie aktiviert werden, dann braucht man auch einen ordentlichen Zellschutz. Und das bieten die Öle. Und noch dazu, ähnlich wie der Bärlauch, die Keime tötet, dann wirken die Öle antiviral, was auch sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und noch ganz wichtig, was Stefan jetzt vielleicht auch noch vergessen hat, die Thematik mit dem Koriander. Ja, auch da zum Beispiel, wenn man Korianderkraut isst, wer das liebt, vielleicht so eine super Karottensuppe macht oder mit Koriander viel reintut und der hat dann irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch oder merkwürdig danach, ist eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen dafür, dass ihr eine sehr starke Schwermetallbelastung habt, weil gerade das Koriander löst die Schwermetalle aus dem Gehirn. Und das ist nämlich das Allerwichtigste, weil die meisten Schwermetalle befinden sich auch schon mittlerweile im Gehirn, weil ihr halt über Jahre nicht ausgeleitet habt. Dann geht das halt über die Blut-Gehirn-Schranke, haben wir schon im Teil 1 des Videos erklärt, wie das funktioniert. Und die setzen sich dann da fest, auch in den Nerven, die blockieren also auch die einzelnen Nervenstränge, also die Informationsstränge, dann kann die Information nicht richtig weitergeleitet werden, dann kommt es zu Disinformation. Und es ist einfach wichtig, keine neurologischen Störungen zu haben, nicht an Altersdemenz zu erkranken. Auch das ist ein Grund. Altersdemenz hat nichts damit zu tun, ich werde alt, ich werde senil. Nein, das hat damit nichts zu tun. Die Leute haben halt nichts dafür getan, sich zu entgiften von Metallen. Das sind alles Schwermetallbelastungen. Wenn man da ansetzt bei den Leuten und wieder mit denen arbeitet, kann es sogar auch wieder zu Verbesserungen dieser Demenz im Prinzip führen. Und das ist wichtig,
dieses Koriander dann zu nehmen, aber das kann auch ganz gefährlich sein, weil das muss man wieder im Zusammenhang mit diesem Bärlauch, mit den Algen zusammennehmen. Das kann man nicht einfach so reintropfen und dann nehme ich mal hier einen Schluck und dann gucke ich mal, was passiert. Nein, dann gibt es wieder die Rückvergiftung, das ist ganz schlimm, dann geht das wieder zurück ins Gewebe, wieder zurück ins Gehirn. Passiert also nichts. Ihr müsst das immer in Kombination zusammennehmen. Ich will jetzt mal ganz kurz, damit wir auch mal so einen kleinen Strang haben und nicht so um den heißen Brei letztendlich auch so ein bisschen rumreden, das, was wir jetzt sagen, soll keine Anleitung für euch sein, dass ihr das so machen sollt. Aber ich will mal ganz kurz nur beschreiben, dass Stefan das mal ganz kurz erklärt. Ja? Allgemein erklärt, wie man das alles insgesamt einnehmen muss. Natürlich nicht in welchem Maß, das müsst ihr selber austesten. Das haben wir euch gesagt, ihr müsst zum Klingertherapeut, der testet das aus. Aber damit ihr mal versteht, wie diese Kette ist, wie nutze ich, wenn ich jetzt also die Amalgamfüllung raus habe und auch mich entgiften möchte, was muss ich denn jetzt zuerst machen? Nehme ich jetzt zuerst die Chlorella, nehme ich dann den Bärlauch und wann nehme ich den Koriander? Dass man mal ganz kurz so ein Bild gibt, dass man so den roten Faden hat, wie das, kann ja Stefan mal kurz was zu sagen, du kennst dich ja am besten aus. Also es gibt wirklich eine Vorgehensweise, die sehr gut funktioniert, und zwar nehmen diese Bindemittel, entweder diese Zeolit oder Chlorella, immer 30 Minuten vor dem Essen. Weil unsere Galle speichert einfach die ganzen Gifte, die die Leber ausgefiltert hat. Mhm. Und dann nach halber Stunde, wenn wir dann ans Tisch gehen, wenn wir essen wollen, fängt die Galle ihre Produktion an, und da ist schon unser Bindemittel, und das wird quasi zusammengeführt und die ganzen Gifte werden gebunden. Das heißt, sie werden dann nicht mehr wieder von dem Darm resorbiert. Und das ist halt der Punkt, was du auch schon gesagt hast. Wenn die Gifte zirkulieren, dann werden sie wieder in den Darm resorbiert und durch die Darmwand. Und wann nehme ich jetzt die Chlorella, Alter? Wann mache ich das? Ja, also auch 30 Minuten vor dem Essen. 30 Minuten vor dem Essen nehme ich jetzt, keine Ahnung, mal so eine Handvoll. Also die Dosis ist natürlich sehr individuell, also genau. die kann von 3 Tabletten bis zu 50 bis zu 70 Tabletten pro Dosis sein. Genau. Und das kommt darauf an, wirklich in welche Phase ihr gerade befindet, der Entgiftung, und wie stark ihr belastet seid. Und diese hohe Dosis, manchmal kann ja sich den Kopf halten, ist keine Langzeitdosis, das nimmt man vielleicht eine Woche oder 10 Tage, bis wirklich der größte Dreck erstmal raus ist, und dann kann man wieder etwas mit der Dosis machen. Und muss man dann das Bärlauch noch nehmen, oder wofür braucht man das Bärlauch dann? Ja, das nimmt man dann zum Essen, also das nimmt man dann einfach mal später. Das ist jetzt, da muss nicht unbedingt mit der Chlorella zusammengenommen werden, als Paket. Also das Chlorella, Bärlauch, Öle. Okay, also erst nimmt man Chlorella, dann das Bärlauch dann nach dem Essen, oder nach dem Essen dann so ein paar Bärlauchtropfen dann halt nehmen, die dann das Ganze in den Urin letztendlich befördern. Ja. Also das ist dann... Wo wirkt das direkt, Bärlauch? Wo? Also Bärlauch unterstützt die Niere, also der bereitet die Gifte durch Urin, also durch die Niere, ausgeschieden zu werden. Ah, okay, also das Grobstoffliche aus dem Fettgewebe, das macht die Chlorella. Wenn man es mal so einfach ausdrücken kann, das Bärlauch macht so den Nierenbereich, diese ganzen Sachen, da sitzen ja auch ganz viele Schwermetalle, die sich da durch die ständige Durchfluss der Nieren festgesetzt haben. Und wann nehme ich denn jetzt den Koriander? Wann würde das denn? Also ich habe das nicht vergessen, ich habe das absichtlich nicht erwähnt, weil man mit Koriander sehr viel falsch machen kann. Also wie gesagt, bitte nichts zu Hause nachmachen, wir wollen ja nicht, dass ihr an Altersdemenz erkrankt oder was auch immer. Also es ist wirklich... Ist ja bloß, dass man es mal weiß, weil mich hat es früher auch immer interessiert, was Koriander, wofür brauche ich das jetzt? Stefan sagt das jetzt ganz kurz, aber bitte... Geht zum Klingenhaar-Therapeuten oder zu einem anerkannten Heilpraktiker, der sich wirklich gut auskennt mit diesen ganzen Testungsmethoden. Testet das aus. Ihr reitet euch sonst immer weiter rein, und das ist nicht der Sinn der Sache. Und deswegen nur mal ganz kurz, wann würde das Koriander denn kommen? Also aus Erfahrung ist das dann immer nach der Sanierung, wenn das alles gut läuft, wenn wirklich der Körper sagt, okay, dann kann man 4 bis 6 Monate nach der Sanierung und wirklich, wirklich ganz gute Entgiftung vorher, wo es genug Mineralien gibt, wo es genug Wasser, sauberes Wasser. Durch die Entgiftung nicht, aber durch die Anwesenheit der Schwermetalle allgemein. Genau. Weil der Körper versucht natürlich, die Radikale oder die Gifte in Schach zu halten. Dabei Energie. Braucht er ganz viel
Stoff, also ganz viel. Genau, eine Energie, von, Mineralien. Vor allem einfach, die Mineralien. Einfach ja. Um das Ganze aufrechtzuerhalten und die Entgiftung letztendlich voranzutreiben, der ganzen Geschichte. Ja. Also mit Koriander ganz vorsichtig. Um das mal vielleicht ganz kurz für mich als Laie zusammenzufassen, würde ich das jetzt einfach mal so verstehen, dass Chlorella und Bärlauch erstmal für die grobe Entgiftung des Körpers zuständig sind. Also erstmal, dass das ganze Grobe, was in dem Fettgewebe ist, was sich jetzt hier auch in den Organen festgesetzt hat, erstmal rauskommt. Und wenn man dann das gereinigt hat und da wieder auch ein Depot hat, das muss ja auch das wieder was aufnehmen können, dann kann man, glaube ich, mit der Entgiftung des Gehirns anfangen. Mhm. Also achtet bitte darauf, seid vorsichtig mit eurem Körper und macht das wirklich erst dann, wenn wirklich das Gewebe gereinigt wurde, und geht davor auch nochmal zum anerkannten Klinger-Therapeut, macht so eine Therapie über 2 Jahre mit dem gemeinsam in Begleitung, dass der euch unterstützt. Und wenn der sein Okay gibt und sagt, jetzt können wir mit Koriander anfangen, dann fangt bitte auch erstmal Koriander an. Und wenn ihr eine Schwermetallbelastung habt, esst bitte auch kein Koriander mehr in eurem Essen, macht da kein Koriander mehr rein, weil das bringt letztendlich nichts, weil dadurch kriegt er keine Schwermetalle raus, sondern dadurch geht erst recht alles wieder ins Gehirn zurück und dadurch wird das Ganze bloß noch schlimmer. Genau. Also das ist schon ein guter Rat und ich wünsche euch auch alles Gute auf eurem Weg. Viel Erfolg bei eurer Schwermetallausleitung und dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Ich habe ja auch nochmal den Kanal von Stepan runter verlinkt. Auch den könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr vielleicht der tschechischen Sprache mächtig seid. Dann würde ich euch das empfehlen. Gibt sehr gute Videos drauf. Und dann gebt uns einen Daumen nach oben für das Video. Auch das wäre toll. Und dann bis bald. Wünscht euch euer Bastian und Stepan. Hi. Bye bye. Macht's gut. Tschüss.